Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es wird Zeit. Das erste Messefahrzeug, was wir euch vorstellen wollen, hier vom Caravan Salon Düsseldorf, ist der Malibu Genius Performance. Verspricht Offroad. Wir schauen mal rein. Und von innen drinne richtig wohlfühlen, so wie man es vom Malibu kennt. Und wann schauen wir rein? Nach dem Intro. Wir schauen jetzt einfach mal rein in das Fahrzeug selber. Jo, kommt auf Mercedes, ist sehr hochgelegt, dadurch, dass es natürlich logischerweise ein 4x4, also ein Allradler ist, haben wir viele Sitzmöglichkeiten. Also wir haben im Prinzip vorne ja die beiden Sitze und dann haben wir hier noch die Dinette. Unter der Dinette haben wir ein Fach, das ist halt typisch Malibu. Etwas kleiner als in dem Fiat in der PSA-Gruppe, aber ist auf jeden Fall noch ausreichend, um Schuhe dort unterzubringen. Unterhalb der Sitzbank auch wie gewohnt ein Fach, etwas kleiner. Dort ist noch der Schautregler. Und dann haben wir zur linken Seite sozusagen Ablagemöglichkeiten. Hier haben wir noch die Steckdosen. Schalter befinden sich auf der linken Seite. Die Erweiterung der Ablagefläche hier ist natürlich gut gelöst. Wieder, wie man es hier auch kennt bei Malibu, ein Schneidebrett reinlegen, schneiden, Spaß haben. Das finde ich bei unserem Malibu auch übrigens sehr, sehr klasse gelöst. Dann unser Kochfeld. Da würde ich sagen, passen sogar auch zwei größere Töpfe drauf. Gut, müsste man ausprobieren. Ist natürlich ein bisschen anders angeordnet als in den anderen Fahrzeugen, aber das ist halt so. Hier kann man nochmal rausgucken. Ist eine Glasscheibe, wirklich eine richtige Glasscheibe. Dann, wie man das so kennt, die tiefen Fächer sozusagen von Malibu. Die gehen übrigens bis ganz vorne vor. Also auch hier vorne haben wir noch ein Fach, wo wir was reinpacken können. Das ist natürlich prima. Fernseher passt auf die Seite. Hier unten ist der Kühlschrank. Ja, ich zeige den jetzt einfach mal so. Das dürfte auch ein Kompressorkühlschrank sein, wenn ich mich nicht täusche, weil außen waren keine Lüftungsgitter, wird ja auch meistens jetzt mittlerweile verbaut. Dann haben wir hier noch so, wie so eine kleine Vitrine, sage ich mal. Schön mit Gläser kann man das ganz gut nutzen. Ablagemöglichkeiten, um auch hier nochmal Arbeitsfläche zu haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Bad an. Das Ganze hier ist wie ein Two Rooms gebaut. Das heißt, wir können das hier zumachen und dann sieht man einen hier hinten auch nicht gleich, wenn man sich mal umzieht und so weiter. Ist natürlich schön gelöst. Jo, auf der Seite sieht man mich natürlich auch im Spiegel. Hier haben wir wieder die Ablagemöglichkeiten. Da kommen bestimmt Zahnbecher und so weiter ganz gut hin. Das Ganze wird hier mit diesen Plexiglasscheiben etwas zugeschoben und zugemacht, damit das nicht an der Tür, das kommt von der Seite dann sozusagen, also an der Tür nass wird. Und ja, dann ist im Prinzip das Ganze schon hier erledigt. Ja, da drunter verbergen sich auch nochmal wieder Ablagemöglichkeiten. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Ich schaue das Fahrzeug mir ja selber jetzt das erste Mal an. Auch hier haben wir Möglichkeiten zum Verstauen und da ist natürlich das Waschbecken drin. Das war mir klar. Toilette. Jo, das ist jetzt eine gute Frage, hätte ich beinahe gesagt, weil ich bin selbst gerade am Suchen. Das klären wir gleich nochmal. Ist hier da? Ah, dahinter ist sie. Ist natürlich dann wieder zum Rausziehen gedacht. Jo, damit verringert sich natürlich der Raum logischerweise. Aber wenn man die Beine in die Richtung macht und man hat ja hier abgeschlossen, ist das halt ganz, ganz okay. Da würde ich sagen, ist das für mich wäre es kein Problem. Sagen wir es mal so. Jo, auch hier Ablagemöglichkeiten. Ich gucke immer so ein bisschen, weil wir sagen ja immer wohlfühlend, das heißt das Dach und so weiter und auch die Innenflächen, die sind so ausgeschäumt mit so schaumstoffmäßig so und so ein Bezug darüber. Das ist halt wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja, Ablagemöglichkeiten da. Hinten rechts eine USB-Dose, hinten links eine USB-Dose, die bekannten großen Schalter hier und indirektes Licht. Schaut es euch an.
schaut es euch an im Bettbereich. Ich bin ehrlich gesagt sehr begeistert, weil in unserem Malibu fehlt es in dem Fiat. Das ist hier natürlich klasse gemacht und klasse gelöst, muss ich wirklich sagen. Ja, auch zur linken Seite sollten wir noch mal einmal ein bisschen kurz reinschauen. Und dann gucken wir uns mal hier unten noch mal ein bisschen was an. Denn Malibu hat ja immer sozusagen diese Klappmechanismen. Das mache ich jetzt einfach mal ein bisschen auf. Und dann gucken wir da mal rein. Denn hier haben wir natürlich noch einen schönen Kleiderschrank, wo man auch von vorne rankommt, ohne das Ganze hochzuklappen. Und zur linken Seite haben wir nochmal schöne Schubladen. Wirklich tiefe Schubladen, wo wir viele Sachen noch mit reinstauen können. Also Staumöglichkeiten, Halleluja, sage ich da nur. Malibu, klasse gelöst. Mehr kann ich da echt nicht zu sagen. Ach, guck an. Unser bekannter Mülleimer, der versteckt sich dann hier hinten drinne. Jo, und ich glaube, hier ist die Trittstufe ins Bett, die dann auch wieder mit einem riesen Staufach ist. Also da haben wir Klopapier und so weiter drin. Das lohnt sich bei uns immer ziemlich gut. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fiat. Also nicht wundern und nicht falsch verstehen sozusagen. Und hier drunter ist die Heizung übrigens. Das ist von der Bauart ähnlich gebaut wie auch beim Fiat. Also von daher super gelöst. Ich finde es gut hinten. Andere, weiß ich nicht, es findet natürlich nicht jeder das Perfekte, das ist klar, nicht das perfekte Fahrzeug. Ich finde es super und gut. Dadurch ist es hinten immer schön warm im Winter und auch bei Minusgraden super geeignet. Ja, Fenster zur rechten Seite, Fenster hinten raus, Fenster zur linken Seite ist also auch da. Dann schauen wir nochmal raus, würde ich sagen, in die Heckgarage. Das ist nämlich besonders hier. Eine Ergänzung habe ich noch, die Mercedes-Sitze sind natürlich super, weil man sie hier nochmal wirklich für die Beine anpassen kann. Also jemand, der längere Beine hat, kann es weiter nach rausziehen, jemand, der kürzere Beine hat, kann es weiter reinziehen. Das ist natürlich super. Heckgarage ist das Ganze hier auf der Hälfte sozusagen positioniert. Das ist etwas schwierig mit einer Hand, wie so eine Kofferraumklappe. Und hinten der Mercedes-Stern drauf. Oben waren wir ja eben bei dem Fenster. Jo, und dann hat sich Malibu natürlich was überlegt, weil wir haben hier diese Auszugssysteme. Und zack, einmal gezogen und schon kommt das Ganze heraus. Und du kannst halt wirklich ganz, ganz, ganz viel dort dadurch reinstauen. Kann man mitbestellen, kann man so mitbekommen. Oder man hat hinten einen Fahrradträger drin, das geht auch. Allerdings ist das Ganze dann bei der längeren Variante des Fahrzeuges. Also den gibt es jetzt noch mal in 7 Meter und hier haben wir die 6,40 Meter, fast 6,40 Meter, ein bisschen länger, 3 cm länger Variante. Sehr einfach, sehr leichtgängig, super gelöst. Da es sich hier um den Performance handelt, also den Genius Performance, ist das Ganze ein Allradfahrzeug. Offroad-Look. Ob er Offroad tauglich ist, kann ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Die Blinker sind übrigens auch geil, weil normalerweise sind die ja in den Spiegeln. Das ist natürlich so ein bisschen Offroad tauglicher oder lookmäßig besser. Oben haben wir noch die auf der Seite und auf der rechten Seite gleich die Frontscheinwerfer sozusagen, die erweiterten Hauptscheinwerfer mit LED, um richtig Licht auf die Straße zu bringen. Der Malibu Genius Performance 4x4 641 LE. So wie er da steht, sind wir bei einem Grundpreis von 148.000 Euro. Klar, dem geschuldet natürlich auch dem Allradantrieb und so weiter. Das kostet Geld und Höherlegung und so weiter. Das kostet auch Geld, aber macht natürlich schon so einen schicken Offroad-Style. Auf jeden Fall. Diese ganze Ausstattung, so wie es jetzt da ist mit Tritonic und was es da nicht alles drin war, 160.000 Euro. Also eine riesen Kostending. Aber im Gegensatz zu manch anderen Fahrzeugen natürlich billiger. Ja, es gibt auch teurere, natürlich. Was auffällt, dieses Aufklappteil, was wir bei die Heckklappe. Die Heckklappe, das kommt uns sehr bekannt vor von Globetraveler. Ja, tatsächlich. Da haben wir das auch schon gesehen. Ja, und da haben wir das schon früher gesehen.
Aber nun ja, Malibu hat das, hat vielleicht etwas entdeckt, was sie sagen können, das könnten sie auch machen. Was wirklich genial ist, ist auch die Zuladung. Ja. Fast 400 Kilo auf jeden Fall Zuladung. Und das im Mercedes, das wäre schon was Cooles. Und aber der Preis natürlich deftig. Eine Sache auch, gewohnte Malibu-Qualität, alles fährt sich festig, sehr hochwertig an, robust und so weiter, Schränke. Also da kann man auch mal, ich sag mal, die Klappen zuschmeißen. Das kennen wir aus unserem Auto ja auch. So, das wird es jetzt aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt den ersten Einblick gefunden, fahrt zu eurem Malibu-Händler. Oder wer noch kann, kommt zur Messe hier nach Düsseldorf. Caravan-Salon noch bis zum 8. September ist hier alles offen. Jo. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Ciao, ciao. Tschüss.